Hey, hey, willkommen zurück. Da alles ein bisschen längere Videos zurzeit, aber es hat geklappt. Ich bin geflogen. So. Die Batterien brauchen eine Weile zum Aufladen. Und ich glaube, damit das schneller geht, würde ich gerne hier einen Hydrogen Tank hinstellen. Oder eine Batterie, noch besser. Eine richtige Batterie. Eine große, um richtigen Mozzi. Tür mit Anzeige nach vorne. Damit wir den Strom, den wir speichern, durch die Windkrafträder direkt speichern können. Richtig, Powerzellen müssen noch produziert werden anscheinend. Ich habe keine mehr. Da sind sie. Aber auch ein bisschen. Die können wir vielleicht auch ein bisschen upgraden, aber das machen wir erst, wenn wir vorne was draufgesetzt haben. Was ich nämlich auch möchte, ist Winder. So anscheinend nicht. Ein Miner. Character Tools? Nein. Wind Automation? Nein. Nein, 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 nein. All Blocks. Muss ich das auch erst freischalten? Was muss ich dafür bauen? Man kann vor auf die Schiffe. Meine Drill heißt das Ding einfach. Drill. Hier sieht doch gut aus. Groß, klein. Dafür brauche ich Stahlplatten. Dann klar. Erstmal die Batterie fertig. Hier anscheinend sehr langsam gehen. Stahlplatten. Zuerst. Würde ich hier vorne dran setzen. So. Den auch in die Build Queue reinpacken. So. Immer noch an den Power Cells. Und anscheinend brauche ich auch Neues. Und ich habe hier halt alles endlich mal fertig gemacht. 200 Eisen ist nicht mehr so viel. Noch 18. So, das geht jetzt. Wunderbar.
So, dann kann die nämlich auch machen. Sich hinladen. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Power-Generation. Das meiste, was beim Flugzeug nicht funktioniert hat, waren meine Einstellungen. Teiler, Steel-Tubes. Oh, dafür fehlt mir jetzt das Eis. Okay, wir sind natürlich direkt vor der Haustür. Aber es funktioniert. Jetzt sind wir weg. Das löschen. Production. Alles weg. Vollständig funktionsfähig. Okay. Dann probieren wir es mal. Erstmal machen wir die Sachen an. Wir anloggen. Ich habe die Dämpfers an. Damit ich mich nicht umbringe. Ich kann nach vorne, nach links. Ich kann. Ich habe keine Rückwärtsteile. Hätte ich vielleicht vorher dran denken sollen. Aber ich kann hoch. Und ich kann runter. Und ich muss ein Turn and Burn anscheinend. Ich glaube, das war ein Landing Gear. Es ist Tradition, habe ich gehört, bestimmt unter Umständen, dass man in Space Engineers erstmal sein Raumschiff crasht. Bestimmt. So. Dann den Drill. Warte, den brauche ich glaube ich gar nicht. Ne? Wenn wir den Drill auf 7 und off. Ja, fühlt sich safer an. Wir bauen ab. Wir mal schwer geworden. Wir haben eine Menge eingelagert. Anscheinend nicht zu schwer. Ich fliege da mal eben zurück. Lad, was ich so habe.
hat immerhin geklappt. Oh, ich habe noch keine neuen Beacon auf den drauf getan. Das ist eine. Ah, ich habe einen Swaster abgehauen. Das hilft natürlich auch nicht dabei, Auftrieb zu bekommen. Ups. So. Rein. Und dann auch da rein. Also wir brauchen eine Beacon. Oh, wir brauchen was da. Oh. Allerdings wird auch Stahl was dabei. Warum auch immer. Jetzt wieder fliegen kann. Haben jetzt 5000 Steine rausgenommen. Jan. Das Gefühl, ich muss noch ein bisschen rollen. Ach, beide zusammen. Es hat schon einigermaßen funktioniert. Könnte besser sein. Vielleicht setze ich noch so drei Swaster hin. Also ich brauche noch einen Motor. Das Landing Gear muss ich nicht unbedingt reparieren. Und dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Motor und ja, Stahlplatte mit. Hätte vielleicht das Momentum ausnutzen müssen, als ich mich gedreht habe. Wer die Sachen kommt. Irgendwo drin aus den abgelegt haben. So. Ist auch eine Menge Material, das ich ziemlich zügig abgebaut habe. Ist eigentlich noch. Ja, es hat noch ein Ohr-Ding. Hey Pit von Morgs, hey ho. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest ein entspanntes Wochenende.
Ich räume gerade mein überlasteten, leicht angeschlagenes erstes Raumschiff meiner Atmosphären. Ist ja kein Raumschiff. Atmosphären. Schiff. Flugzeug ist es nicht. Hover? Ich glaube, man kann drüber schreiten, wie man es nennt. Meinen ersten Versuch, etwas zum Fliegen zu bringen. Kann mich immerhin aufrichten. Ja. Aha. Zurück zur Base. Ja, ich hab's gemerkt. Es hat auch nicht geholfen, dass ich mir beim Jungfernflug erstmal hinten einen Triebwerk abgebrochen habe. Aber der Jungfernflug hat erstmal funktioniert. Raumschiff existiert noch. Ich habe eine Menge Eisen abgebaut. Ich habe noch einen Container hinten drauf, der natürlich auch noch mal jede Menge geht's auch schon länger. SE. Bis jetzt ist jeder, der wegen SE zu mir in den Channel gekommen ist, hat 1000 Stunden oder 1400, 1600 haben sie, glaube ich, gesagt, Erfahrung in dem Spiel. Meine ist, wenn ich jetzt nicht ganz übertreibe, knapp unter 8 Stunden. Au. Triebwerke aus. Es geschafft. Wir haben es geschafft. Inventory. Cockpit. Sampler ist drüben. Survival Kit. Small Hydrogen. Scheint sich alles, der Drill, entleert zu haben. Müsste jetzt in der Raffinerie vor sich hin rattern. Das Eisen. Eisen geholt. Was haben wir gespielt? Ich habe mir das gerade im Winter Sale gekauft. Und früher fand ich es nicht so spannend, weil ich nicht so viel machen konnte, aber das ist jetzt auch schon 6, 7 Jahre her, dass ich das erste Mal gesehen habe und das halt dann halt ignoriert habe. Ich habe es tatsächlich bei Steam auf Ignorieren gestellt gehabt, bis jetzt um Weihnachten herum, als ich krank war, ich mir Videos reingezogen habe und so ein kleines Kaninchenloch gefallen bin. Und dann war ich schon neugierig und als es dann im Sale war, habe ich zugeschlagen. Es ist schon relativ kompliziert und man braucht Lust und Laune auf was ins Wortes Grind, wenn man das von Anfang an machen möchte. Weil man muss sehr viel mit kleinen Schritten anfangen. Und das, glaube ich, dass ich jetzt geflogen bin, hat 6 Stunden gedauert.
Nee, nicht ganz. Vier Stunden. Vier, fünf Stunden vielleicht. Ja, 2 Stunden habe ich was anderes vorher gemacht. Szenarios ausprobiert. Aber es hat mich ziemlich hooked. So, jetzt ist hier erstmal alles leer. Und ich brauche mehr Aufwärtsfaster, damit ich nicht wieder runterkrache. Mit deinem Mal gespielt, meinst du nur 500 Stunden im Spiel drin? Jetzt brauche ich T-Blades. Gucken wir mal, ob wir welche anbringen können. Der fehlt mir. Ich glaube, können wir da und da noch einen anbringen. Bisschen was abgekriegt, die Ecke hier. Und dann. Ach, die hatte ich rausgenommen. Was ich mache, ist die Landing Gears abnehmen. Weil die brauche ich 400 Stunden. War so klar. Ich habe nur ein bisschen gespielt. Ist also auch wesentlich erfahrener und besser als ich in diesem Spiel. Aber schön, wie bescheiden SE-Spieler sind. Produktion. Ein davon. Oh. Was bitte? Stört mich, dass ich die offen gelassen habe. So, dann gucken wir mal, ob wir noch 2 weitere Thruster dran kriegen. War nur schon mal auf dem Mond. Auch nicht schlecht. Das geht auch. Und wie war es auf dem Mond? Mit der etwas besseren Schwere oder etwas weniger Gravitation, mehr Schwerelosigkeit. Das letzte immer so schwer löschen. Hier nach drin ist auch schon ordentlich. In jedem Spiel, das man gespielt hat. Ich glaube, da habe ich. Dafür habe ich gerade meinen Europa Universalis und Factorio. Bin jetzt gleich 5 Thruster mehr als zum Zeitpunkt, wo ich umgekippt bin. Kommen wir mal rein. Ja, ich bin ganz froh, dass ich mich nicht auch noch um Sauerstoffversorgung hier auf dem Planeten kümmern muss und dabei drauf gehe. Die sind alle leer. Ich brauche Eis. Meine Batterien.
nachladen. Vielleicht hole ich ein bisschen Eis. Machen wir mal an. Ich habe ja ein neues Foster gebaut. Den muss ich erstmal wieder verbinden. Zack, zack. So, safe. Dann auch Gott. Du bist also vom Planeten hoch auf den Mond geflogen. Okay, das ist natürlich auch cool. Ist auch mein Ziel, das. So. Das waren meine Landing Gears, die habe ich nicht mehr. Darum sind die weg. Ist auch egal. Die sind on. Wenn ich jetzt löse, habe ich für sieben Flugzeit. Ich habe sehr langsam vorwärts bewegen. Da hinten ist ein See. Fliegen wir doch da auch mal. Erst ausgebaut, so 100 Stunden. Okay, ja. Ich glaube, also ich mag Dinge, wo man die Basis auch hübsch machen kann. Ich glaube, das gibt zum Spiel viel dazu. So, mit dem Wasser können wir auch ein bisschen unsere Hydrogen-Tanks auffüllen. Bist du denn auch jemand, der gerne Sachen dann hübsch und funktional macht? Hast du dich eingebuddelt? Ich habe viele Basen gesehen, wo die Leute es dann unterirdisch sich eingebuddelt haben oder in die Bergflanke rein. Ganz am Fliegen, weil ich automatisch absinke, wenn ich zu weit nach unten gehe. Okay. So, bleiben wir erstmal so, machen wir da aus und gucken, diese paar Sekunden haben schon 2 Tonnen Eis, haben schon jede Menge Tonnen Eis gemacht. Sanft runter. Sanft runter. Ich habe ein bisschen Sorge, irgendwas kaputt zu machen. Okay. Aus. Wir haben noch 6 Minuten. Im Vorwärts.
Okay, wir fallen also etwa vorwärts nach Hause. Ich dachte sowohl, ach so ein bisschen wie Erde und Stein dann. Beides geht, aber das eine ist effektiver als das andere. Eis ist auch kompakter als Schnee. Jedenfalls normalerweise. Ich glaube, das ist die Hauptdefinition. Dass Schnee lose ist und Eis fest. Da müssten wir knapp 2 Kilometer mit zurücklegen können. Basis kommen. Spielst du denn gar keinen Space Engineers mehr? Oder suchst du nach Twitch-Kanälen, von denen du noch was lernen kannst? Dann bist du bei mir falsch. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Aber macht Spaß. Oh, dann fangen wir mal an mit dem Bremsmanöver. Langsam. Danke, ich möchte kein Lock-Target machen. Ich möchte langsam drüber gleiten. Langsam runter. Steady as she goes. Er möchte sehr gerne nach unten. Und vielleicht einen Landing Strip oder sowas einzeichnen. Komm, 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 komm. Viel zu hoch. Mitte. Oh, das sieht ja perfekt aus. Bisschen hoch. Sieht's aus. Und raus. So. Und ich würde gerne gucken, ob ich die Hydrogen endet. Füllen sich wieder auf. Die kann man programmieren. Das ist wahrscheinlich custom da. Kann ich alles ausmachen. Die Conveyor Belts müssten noch funktionieren. Oh. Man kann von vorne nach hinten schauen. Das ist ein Tipp, der ist Gold wert. Oh. Wenn du, kannst du mir sagen, wie? Ich kenne nur, dass man mit V raus in die dritte Version. Dritte Version. Dritte Person. Dritte Person? First Person, Third Person. Blitze am Himmel. Mond. Ich glaube, das ist der Alien-Planet mit seinem Mond. So. Wie voll bist du? Du bist nicht wirklich voll geworden. So, ich.
würde gerne. Genau. Dich bauen. Zwar. So. Jetzt brauchst du Steelplate. Habe ich nicht. Unable to place hydrogen engine. Warum bist du unable to place it? Bist du auf dem Kopf? Du warst auf dem Kopf. Dann fügen wir hier mal den Bauplaner hinzu. So. Man kann auch von vorne. Okay. Ja. Warte. Vielleicht finden wir es gemeinsam raus. Options. Nicht. Nein, nein. Verklick. Controls. Controllers. Maus ist. Nein. Movement. System Interactions. Nein. View. Das hilft vielleicht. Man darf auch mehr Winterbäume kosten keinen Unterhalt. Ja, das stimmt. Hold to look around. Alt. Ah, warte. Geh mal rein. So, V und dann. Man hält Alt gedrückt. Nice. Ja, ich. Weil mehr Windräder sind nice, aber ich wollte mal ausprobieren, wie gut das taugt. Also ich möchte einfach neue Sachen kennenlernen, wissen, wie sie funktionieren. Darum mache ich das hier. Wahrscheinlich wäre es Windräder zu spammen ganz gut. Aber ich will was Neues probieren. Lassen wir die Flugzeit von dem Ding verlängern. So. Ups. Sehen. Zumindest ist das Eisen alles. Nein. So. Hydrogen Engine. Was sind die auf dem Schiff? Die sind voll. Du bist wer? Weil ich dich noch nicht verbunden habe. So, und ihr müsstet alle verbunden sein. E. Und dann hätte ich gerne Conveyor Pipe. So. Dann die 8. So. Was fehlt hier? Interior Plates. Interior Plates. Warum magst du das nicht? Und dann 9. So. Und schon ist das Leben. Ja.
Aber hat ja funktioniert. Das auch für das hier. Oh ja. Da muss man nur aufpassen, dass man sich nicht zu schnell dreht. Dann wird man Zuschauern schlecht. Und das möchte ich nicht. Die Leute sollen meinen Stream genießen. Und sich nicht übergeben. So. Jetzt müsstest du Eis haben. Oder ich muss das hier wieder anmachen. Licht kann aus. Damit das Eis rüberfließt. Wenn das Schiff ganz aus ist, wird das auch nicht entleert. So. Und dann setzen wir oben drauf doch noch einen Hydrogen Tank. Hydrogen Tank. Gibt sich auch noch in. Oh, dann kippen wir dich mal. Kippen dich mal. Hallo. Da ist einfach nur Small Grid. Das ist ganz schön groß. Ist sie nicht in. Small Hydrogen Tank. Small Hydrogen Tank. Jetzt möchte ich leben. So. Minus die Plates mehr. Inventory. So. Man muss sich wieder drehen. Anscheinend darf er nicht da vorne sein. Na gut. Dann setzen wir dich da hin. Nein, bitte dich raus. Setzen hier dich ein. So. Und ich. Waschen mich alle wieder. Und gleich neu. Und da auch nur das holt, was ich haben möchte. Oh. Produzieren. Ja, Stahlplatten fehlen immer. Das ist ein bisschen wie The Factory Must Grow. Stahlplatten fehlen immer. Langsam wird's, langsam wird's. Ich hätte halt gern, dass man die Batterie füllt sich langsam. Und die sollen sich auch füllen. Der Hauptgrund, warum ich den hier am Laufen haben möchte.
Allerdings scheint da alles Eis, was ich habe, schon zu verbraucht zu haben. Ach, die Sonne geht unter. Ich dachte gerade erst, es fliegt etwas über mich drüber. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Watch the tubes. Ich dachte nicht, dass mein Eisen schon wieder alle ist. Ne, er braucht einfach nur. Hör mal rum. Schöner Sonnenuntergang. Isst man Eisen alle? Ich habe noch Eis. Im Cockpit. Generatoren haben das auch. Wird aber schon raus, Eis. Inventory. Warum kann er das nicht rauswerfen? Na gut, kümmern wir uns nachher drum. Small tubes. All components successfully restored. Das klingt doch nach. Endlich nach was Gutem. So. Control Panel. Der Small Hydrogen hat nichts drin. Der auch nicht. Weil du alles verbrauchst. Ja. Output 900 Kilowatt. Aber auch nicht alles, was... hier wollte ich drücken. Weg. Und wie wollen wir drücken? Geht es wieder zurück? Soll ich doch eigentlich entleeren. Da kann was drin sein. Okay. Scheint alles raus zu sein. Vielen Dank fürs Vorbeikommen, Pit von Box.
Ich hoffe, du hattest Spaß und ich konnte dich unterhalten. Ich muss leider morgen früh wieder meinem Dayjob nachgehen und arbeiten und deshalb heute Abend pünktlich Schluss machen. Aber wenn es dir gefallen hat, schau einfach wieder mal vorbei. Ich versuche tags und Donnerstag zu streamen, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass am Donnerstag ausfallen wird, weil ich auf einer LARP-Veranstaltung sein werde. So, mit diesem schönen Blick. Safe as. Safe. So. Gute Nacht.